Hallöchen, ich bin's Anita vom Channel Anita Girly Themen und in diesem Video zeige ich dir, wie du aus diesem stinknormalen Rohr, was du ganz günstig im Baumarkt bekommst, aus einem alten Besenstiel und aus so ganz bestimmten Schnüren, die einfach so gummimäßig sind, also Gepäcksicherungsschnüre, so schauen die aus, ich zeige dir das also mal ganz genau und das kostet ein paar Euro. Wie du da ein richtig cooles Ding basteln kannst, damit deine Pferde eine gute Beschäftigung haben in der Box, wo sie dann selbst so an ein paar kleinen Stöckchen da so ziehen müssen und so ein bisschen nachdenken müssen und dann als Belohnung kommt dann das Leckerli oder ein Apfel oder sowas raus und das basteln wir jetzt. Also los geht's. Als allererstes brauchst du dafür hier so ein Plastikrohr, so ein Abflussrohr oder sowas, das bekommst du im Baumarkt. Meins ist so circa 1,5 Meter lang, 10 cm Durchmesser hat das, kann natürlich größer sein, kann aber noch besser sogar kleiner sein. Und da brauchst du halt eben so ein Teil. Ich verlinke dir natürlich auch alles in der Infobox, wo du das natürlich auch online bestellen kannst. Dann habe ich hier noch so ein Gepäckband. Das werde ich jetzt auch gleich auspacken. Und als letztes brauchst du hier einfach nur einen alten Besenstiel oder einen neuen Besenstiel. Bekommst du natürlich auch ohne dem Teil im Baumarkt. Ich habe da jetzt einfach einen alten aus dem Stall genommen, der sowieso jetzt hier kaputt ist. Und dann würden wir hier einfach mal aufschneiden. Zwei kleine Stückchen davon. Du kannst natürlich auch irgendein anderes Holz nehmen, das dann abschleifen. Dauert ein bisschen länger, aber geht genauso. Das heißt, du hast fast gar keine Arbeit und es kostet auch fast gar nichts und es wird richtig cool. Also ich hoffe zumindest. Ich mache es gerade zum allerersten Mal. Also bin gespannt. Und dafür hilft mir jetzt gerade mein Freund, diesen Besenstiel zu kürzen. Ups. So sieht das Ganze jetzt abgesägt aus. Jetzt gehört hier einfach in der Mitte nur noch ein Loch durch und dann schleife ich das. Da kommt jetzt einfach mal ein Loch durch. Das ist abgesägt. Somit geht es dran an Schleifen, damit es hier keine spitzen Ecken und Kanten gibt. Das ist ein bisschen wie Nägelfeilen, aber halt mit einem Holzstück. Fertig. Es sieht aus wie neu. Ich habe rundherum auch noch so ein bisschen herumgeschliffen. Das sieht auch gleich neuer aus. Und jetzt kümmern wir uns mal um das Rohr. In dieses Rohr machen wir 6 Löcher. Und ich zeige dir das jetzt, weil man wirft oben einen großen Apfel rein. Und dann hat das Pferd hier so kleine Holzstückchen, die wir jetzt gerade gemacht haben. Und dann muss das Pferd so dran ziehen, muss es ins Maul nehmen, dran ziehen. Und dann fällt das Leckerli eine Stufe weiter runter. Dann muss es hier das untere Holzstückchen nehmen, ins Maul nehmen und ziehen. Und dann fällt das Leckerli, zum Beispiel jetzt in unserem Fall machen wir so eine Apfelspielzeugröhre, fällt der Apfel unten dann hier in den Futtertrog hinein und in die Box hinein. Also wir brauchen insgesamt 6 Löcher. Wir werden das Ganze dann hier auf der Innenseite der Box so dran machen. Einfach mit so Kabelbinder oder so, das kann man super schnell dran machen. Da muss man auch gar kein Talent haben, so wie ich. Und man kann es auch wieder super schnell wieder runterkriegen. Wir machen 6 Löcher rein und zwar einmal hier, einmal hier, einmal hier, einmal hier. Und auf der anderen Seite machen wir noch hier 2 Löcher rein. Ich zeige dir das dann ganz genau, aber einfach nur zur Erklärung. Wir machen 4 Löcher außen und 2 Löcher da in der Mitte. Und ich zeige dir das dann, wofür das ganz genau ist. Und jetzt bohren wir dafür die passenden Löcher in das Plastikrohr. Juhu! Und machen es auch ein bisschen breiter, damit das Gummiband besser durchpasst. Und dafür brauchen wir jetzt dieses Gepäcksicherungsband oder was das genau ist, aber ohne diesen Verschlüssen. Also wir brauchen jetzt einfach nur diesen Gummi. Ich habe leider überhaupt kein professionelles Equipment, deswegen zücke ich das einfach hier so mit meiner Gartenschere ab und es geht ganz easy. Da schneide ich jetzt einfach nur ab. Einfach hier das Gummi jetzt so durchziehen durch diese 2 Löcher, dann sieht es am Schluss jetzt so aus. Also einfach da reinstecken und dann bei der anderen Seite wieder raus. Und in der Mitte von diesen 2 Löchern, die wir gerade gemacht haben, kommt jetzt noch ein Loch. Boah, wie schmutzig ist mein Finger eigentlich. Los geht's! Ganz kurz zusammengefasst, das Rohr. Wir haben hier unten 2 Löcher, einmal hier und einmal hier. Und da oben haben wir nochmal 2 Löcher. Und da habe ich jetzt einfach dieses Band hier so zweimal hier durchgefahren. Also einfach hier so rein, dann hier unten und dann da wieder rein. Also du siehst es, das ist einfach genau das eine Band. Und hier drinnen sieht das so aus. Also da sieht man, dass es einfach halt dann so zweimal drinnen ist. Und wir haben jetzt hier noch 2 weitere Löcher hergemacht. Wofür wir das jetzt genau brauchen, zeige ich dir jetzt. Ich bin gerade mega
aufgeregt, weil irgendwie funktioniert es bis jetzt richtig gut. Normalerweise meine Do-It-Yourself-Videos haben immer irgendwie ungewollt einen Fail dabei, aber bis jetzt, Klopf auf Holz, läuft's mal. Ich glaube auch nur, weil mein Freund mir jetzt gerade dabei hilft. So, also das Rohr haben wir jetzt schon fast fertig. Wir brauchen jetzt nur noch die zwei kleinen Holzstäbchen und dazu noch ein kleines Band. Das zeige ich dir jetzt. Und dafür nimmst du einfach dieses kleine Holzstückchen, was wir vorhin vorbereitet haben, aus dem Besenstiel und ein Strohschnürdel. Das gibt's, du weißt, gratis in jedem Stall und das wird normalerweise mal weggeworfen. Ich habe daraus schon mal einen Halfter auch selbst geflochten. Wenn du das mal sehen möchtest, klick mal da oben. Da kommst du direkt zum Video. Auch in der Infobox gibt es noch mehr Do-It-Yourselfs, die du super easy nachmachen kannst. Weil glaube mir, wenn ich das hinkriege, kriegst du das auf jeden Fall hin. Und jetzt haben wir da in dieses kleine Holzstückchen von dem Besenstiel, hat mein Freund mir auch so zwei Löcher reingemacht. Vorne, hinten, also einfach immer so durchgebohrt. Und wir bohren jetzt auch durch und zwar mit diesem Strohschnürdel. Und ich hoffe, das Loch ist dick genug, dass du da jetzt einfach mit dem Strohschnürdel irgendwie da durchkommst. Yay, cool. So, jetzt einfach anziehen. Das ist mal Number One. Und da mache ich jetzt hier mal einen Knoten rein. Und das Ganze habe ich jetzt hier in dieses eine Loch so hineingeschoben. Da haben wir ja diese Gummilöcher da, links und rechts. Und hier haben wir noch zwei extra Löcher und die sind jetzt für diese Holzstückchen da. Und dieses lila Band ist jetzt irgendwo hier drinnen. Ah, hallo G, es kommt hier schon raus. Und das muss ich jetzt hier drinnen mit dem oberen grünen Band verknoten. Das wird jetzt, glaube ich, ein bisschen ein Spaß. Hier so eine Rumfummlerei. Du wirst dann gleich verstehen, warum. Wenn das Pferd nämlich hier anzieht, dann geht dieses Gummiband zur Seite und der Apfel kann da durchfliegen. Ich öffne da jetzt nochmal den Knoten, damit ich das hier noch direkt fester hier dran knoten kann. Damit es hier nicht so runterhängt wie da unten. Schau mal, da hängt es so ein bisschen locker runter und das wollen wir nicht. Sondern dann mache ich auch den Knoten auf und dann mache ich den Knoten hier ein bisschen näher dran. Das überstehende schnipple ich hier einfach ab. Und das müssen wir auf jeden Fall hier noch mit dem Feuerzeug oder sowas so ein bisschen ankokeln. Damit das nicht wieder ganz komplett ausfranst. Fertig! Oh mein Gott! Okay, jetzt schauen wir mal, wo wir das jetzt hier genau in der Box befestigen. So. Das schaut schon mal cool aus. Das heißt, hier oben kommt dann ein Leckerli, ein Apfel zum Beispiel rein. Und wenn das Pferd dann hier anzieht mit dem Maul, kommt das dann runter. Bin gespannt, ob es meine Pferde checken werden. Und wir machen das Ganze jetzt mal fest. Und so probieren wir es jetzt mal mit Kabelbinder. Ich hoffe, das hält. Falls nicht, werden wir dafür etwas Stabileres nehmen müssen. So, ich packe das jetzt mal hier so dran. Und Kabelbinder funktioniert das eh ganz leicht. Schaut jetzt nicht so unfassbar schön aus, aber egal. Hauptsache, die Pferde finden es cool. Und einmal nach oben. Also es geht echt super easy. Und man kann das ja auch dann super schnell wieder aufmachen. So, und jetzt werfen wir da oben mal einen Apfel rein und spielen mal, als wären wir das Pferd. Wir machen mal den ersten Probedurchgang. Und dafür packen wir da jetzt Äpfel rein. Ich habe den dazu geteilt. Und den schmeißen wir jetzt hier mal oben rein. Schmeißen wir hier gleich nochmal einen zweiten rein. Und noch eine Apfelhälfte. Und jetzt spiele ich mal Pferd. Und zwar würde das Pferd das natürlich das mit dem Maul machen, aber ich mache das jetzt hier mit der Hand. Und zwar das Pferd, das ist jetzt das Maul, zieht hier dran und hier ist schon was runtergeflogen in die nächste Etage. Und das Pferd zieht und zieht und zieht und zieht und zieht. Aber es muss checken, es muss auch hier unten ziehen. Und sobald es hier unten zieht, Achtung, jetzt wird hier gleich was rauskommen. Ich freue mich voll. Und zwar, ich bin jetzt da nochmal das Pferdemaul und ziehe jetzt hier unten nochmal an dem unteren Stäbchen. Was kommt raus? Tada! Und noch was! Okay, und somit sind hier meine Apfelstückchen. Ich habe es jetzt einfach in der Mitte geteilt, weil ich gedacht habe, so ein Riesenapfel. Ich glaube, das ist für das Pferd einfacher. Wenn er jetzt hier mal die Hälfte bekommt, fällt dann einfach hier runter. Kommt das Grüne auch mal raus? Ja, dann muss er dann einfach nochmal dran ziehen. Also, das Pferd hat so richtig was zu tun. Hier auch mit so ein bisschen Gerste noch dabei.
Ja, was sagst du dazu? Ich werde es auf jeden Fall jetzt dann auch dann mit meinen Pferden dann testen, wenn meine Pferde dann abends dann von der Koppel dann wieder in die Box kommen. Du weißt, meine Pferde stehen den ganzen Tag draußen und erst abends kommen sie dann in die Box. Mir ist es ganz wichtig, dass sie so viel wie möglich draußen sind und dass sie jetzt hier abends in der Box ein bisschen was zu tun haben. Ich freue mich mega. Und wenn du das nachmachst, musst du mir auf jeden Fall noch ein paar Fotos schicken auf Instagram. Und ich glaube, ich werde jetzt hier so das Stückchen da von den Kabelbindern, die da so hässlich wegstehen, werde ich da noch wegzwicken. Und ich melde mich dann gleich nochmal, wenn die Pferde dann nachher am Abend dann in der Box sind. Und hier siehst du das Leckerli-Rohr nochmal im Detail. Also das sind diese kleinen Stäbchen. Daran muss das Pferd ziehen. Und hier außen haben wir das Gummidingste gezogen. Und das haben wir dann hier verknotet. Und jetzt schau mal, wie das innen aussieht. Ganz einfach. Also das Grüne ist das Gummiband. Und das Lilane ist das kleine Stäbchen, an dem das Pferd hier ziehen soll. Also das ist hier das Pferd. Es zieht hier an und das Gummiband wird so zur Seite gezogen und dann kann hier durch der Apfel durchflutschen. Genau das gleiche eben auch hier oben. Also mega easy. Da ziehe ich an, schau, was passiert. Und das ist gerade ein bisschen schwierig, so mit einer Hand so. Ich ziehe hier an, ich bin hier außen das Pferd. Und das Pferd zieht an und somit geht dieses Gummiding zur Seite und dann kann der Apfel hier so durchflutschen. Wir haben die Enten jetzt mit so einem Feuerzeug so ein bisschen angekuckelt, damit das hier nicht mehr so auseinander geht. Und ich habe jetzt gerade ein Foto auch an meine Freundin geschickt auf WhatsApp und sie hat mir gesagt, oh mein Gott, das musst du irgendwie ansprühen. Also theoretisch könntest du das rosa Teil auch, ich habe so rosa Sprühfarbe oder sowas, einfach hier so drüber machen. Das Teil würde ich jetzt nicht ansprühen, weil das nimmt das Pferd auch ins Maul. Aber da denke ich mir, soll es jetzt nicht so dramatisch sein. Ich werde jetzt meins nicht einsprühen, aber meine Freundin hat gemeint, das wäre doch ganz cool. Ich habe noch rosa Sprühfarbe dabei, aber ich glaube, ich werde es mal bei dem belassen. Und hier siehst du mein gewonnenes Pferdchen, Wunschtraum. Sie hat ja jetzt gerade Geburtstag gehabt und jetzt habe ich mir gedacht, okay, jetzt schenke ich ihr das zum Geburtstag. Und sie war da ganz interessiert, sie hat da gleich geschaut. Ich habe die Griffe auch ein bisschen mit dem Apfel so eingerieben. Sie fand den Kabelbinder irgendwie anfangs interessanter. Ich habe ihr gesagt, bitte zum Griff, nicht zum Kabelbinder oder zu diesem Gummiband auf der Seite. Da wollte sie sich doch dann lieber ein paar Streicheleinheiten abholen. Aber sie hat es dann nochmal probiert. Sie hat dann nochmal geschaut, es riecht dann nach Apfel, aber wie funktioniert das? Und ich glaube, das ist eine ganz witzige Abwechslung und eine Beschäftigung für deine Pferde. Ob meine Pferde das dann auch wirklich checken, zeige ich dir sehr gerne auf Instagram in meiner Instagram-Story oder auf meinem YouTube-Zweitkanal. Folge mir da sehr, sehr gerne und hör auch gerne meinen täglichen Podcast. Aktuell gibt es täglich eine neue Sprachmemo an dich. Anita Girlie Themen Sprachmemos heißt mein Podcast. Da geht es die ganze Zeit um Pferde und um alles Pferdige und Pferde, glaube ich. Verlinke mich unbedingt, falls du auch das nachbasteln solltest. Schick mir gerne ein Foto davon, würde mich mega freuen. Ich verlinke dir da jetzt noch mehrere Do-It-Yourself-Videos, falls du jetzt gerade Lust bekommen hast, noch mehr für Pferde zu basteln. Ich habe da ganz, ganz leichte Sachen dir gezeigt. Also wenn es ich geschafft habe, schaffst du es safe. Kostenlos abonnieren nicht vergessen, dann weiß YouTube Bescheid, dass du mein nächstes Video auch angezeigt haben möchtest. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüssi.